Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Jan und wir starten heute ein neues Projekt. Ihr seht es schon, City Skylines. Viele spielen das momentan wieder. Und auch ich habe es mir jetzt zum ersten Mal geholt, tatsächlich. Habe schon zwei Spielstände, noch nicht allzu lange. Ich glaube, 2 oder 3 Stunden sind da reingeflossen. Und ich dachte mir, wieso nicht für YouTube? Und hier sind wir. Und jetzt starten wir einfach mal in eine neue Map. Ich habe mich natürlich noch nicht entschieden, was ich jetzt hier für eine Karte nehme. Aber ich glaube, Inseln finde ich tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, wir gehen mit Inseln. Und als Name nehmen wir Puh. Lost Havens. Machen wir einfach mal das. Ist aber eine deutsche Stadt, deswegen, ne, hört man ja am Namen. Deswegen Rechtsverkehr, ganz klar. Starten wir rein. Ja, City Skylines, ein Städteaufbau-Simulator, wenn man das so möchte. Indem man sich um einige Bedürfnisse der Bürger kümmern muss, sage ich mal. Aber das werden wir gleich alles sehen, sobald die Map geladen ist. Und dann kann ich dazu auch mehr erklären. Zum Anfang hat man immer eine Autobahn, das seht ihr hier. Die ist schon vorgefertigt, die muss man sich nicht selber bauen, auf der dann Autos fahren können. Hier sind einige Mods, die jetzt nicht so akzeptiert werden, wie das soll. Aber es funktionieren die meisten Mods, die ich hier runtergeladen habe. Ich spiele ohne DLC tatsächlich. Ich spiele nur mit Mods und oh, sieht das hier schön aus, wie das sich hier so rumschlängelt. Und jetzt muss ich mal kurz in meine Mods reingucken, ob das hier auch alles funktioniert. Zum Beispiel habe ich hier das Ultimate Level of Detail. Also, okay, was ich jetzt aber trotzdem nicht sehe, obwohl es, ah ne, Disable und Startup. Ah, nein, 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 okay. Das wollen wir natürlich nicht. Okay. Schön, wie das hier so rumläuft. Also, da habe ich ja richtig Bock drauf auf die Karte. Okay, wir haben aber nicht allzu viel Platz hier. Hier ist auch relativ viele Höhenunterschiede. Boah, hier mit dem Autobahnkreuz gefällt mir. Und hier schon die Bahnanbindung. Cool, cool. Sieht ein bisschen wie bei uns aus. Hier in der Nähe gibt es so ein Gefängnis. Und da läuft die Bahn so rum. Das erinnert mich ein bisschen daran. Na gut. Okay, wir starten rein in das Spiel. Und wir müssen zum Anfang ja eine Straße bauen, die wir gleich wieder abreißen, damit wir hier einfach die mehr Straßen zur Verfügung kriegen. Natürlich klassisch mit einem Kreisverkehr gestartet. Zack, den drehen wir mal. Und ich habe eine Inspiration erhalten und finde das mit diesem Kreisverkehr tatsächlich. Ich habe ja noch keine Autobahn. Dann, das heißt, wir müssen erstmal die nehmen. Ah ne, das ist ja 6-spurig, ne? Nehmen wir mal erstmal 2-spurig. Das hier finde ich eigentlich ganz cool an sich. Weiß nicht, wie ihr das findet, so, aber. So, dann machen wir hier noch Einbahnstraße draus. Sieht doch nice aus. Irgendwie ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Zeichen Gottes oder so. Ich laber schon wieder viel zu viel Unfug. Okay, dann bauen wir hier gleich 4-spurig. Wir bauen erstmal 2-spurig. Das reicht eigentlich. So, dann bauen wir hier eine Kurve. Machen wir so. Und so. Und bauen dann gerade runter, würde ich sagen, bis zum Fluss. Ja, gerade, mehr oder weniger.
Also, das sollte eigentlich reichen. So, das ist unsere erste Wohnsiedlung hier. Hier lassen wir erstmal die Leute wohnen. Zack, 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 zack. So, okay. Dann brauchen wir natürlich auch noch unser erstes Gewerbegebiet. Das werde ich aber gleich tatsächlich hier anschließen. Und ich habe eine coole Idee. Ich würde eigentlich gerne von hier aus, nicht so dicht am Kreisverkehr dran, von hier aus, ja, oder so. So eine Kurve hier rumbauen. Obwohl, nee, eher habe ich. Ich habe eher daran gedacht, an so eine Kurve. Aber die müssen wir jetzt, glaube ich, so dann so bauen, ne? So hier, an so eine Kurve habe ich eher gedacht. Und dann auch die straight nach oben, so mehr oder weniger. Ja, mache ich jetzt mal ein bisschen länger, damit sie auch gerade wird. Naja, okay, gerade ist was anderes. Gut, und dann ein bisschen weiter weg vom Fluss. Vielleicht hier so eine Autobahn, das ist ja sowieso egal. So ein kleines Industriegebiet. Ja, also sagen wir mal so hier. So ein Industriegebiet hier hingebaut. Zack. Ist dann hier so. Und dann hier rüber. So, und dann bauen wir hier so ein kleines Industriegebiet dran. Das klingt vernünftig. Ich will auch ein bisschen jetzt, sagen wir mal, stylischer arbeiten. Erst ein bisschen mehr Variation reinbringen. Bei den ersten war ich so sehr, naja, habe ich so nicht wirklich schön gebaut, sondern eher so, dass es eben funktioniert. So, wir brauchen natürlich auch noch Wasser. Klar. Und wir brauchen auch noch. Oh, muss ich mal kurz räuspern. Scheiß Raucherhusten. Nein, ich rauche nicht. So, und dann wird hier die Jauche rausgepumpt. Und fließt dann hier runter. Perfekt in die Wohnsiedlung. Herrlich. Ja, schön. Herrlich, herrlich. Und die Leute, die dann hier langfahren, die sehen dann richtig schön, wie das Abwasser hier in den Ozean reinfließt. Das ist doch herrlich. Gut. Okay, dann müssen wir das Ganze noch verbinden. Machen wir das doch mal. So, und dann würde ich sagen, baue ich hier runter. Und dann einfach schräg hier ein paar Mal rüber. Zack. Damit hier alles auch abgedeckt ist. So. Ist natürlich doof, dass ich jetzt komplett quer einmal über die Map gebaut habe. Das heißt auch, ich muss nämlich relativ viele von denen hier verlegen, von den Wasserleitungen. Aber gut, dann haben wir erstmal die Abdeckung gemacht. Brauchen wir erstmal nicht. Und dann brauchen wir noch Strom. Wir gehen auf umweltbewussten Strom und platzieren erstmal zwei Rindräder. Ja, genau. Rinder, zwei Rinder platzieren wir. So. Und dann brauchen wir Strom von hier nach hier. Von hier nach hier. Und gucken uns dann mal an, wo die Leute sich hinsiedeln. Und dann haben wir soweit alles abgedeckt, würde ich sagen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay. Dann kann es losgehen. Und unsere Stadt Lost Haven darf sich ja voll entfalten. So, ich weiß gar nicht, welche Einwohner bei uns hier twittern, denn wir haben noch gar keine Einwohner. Und da sind die ersten Gebäude, die hier gebaut wurden. In der Blackwell-Straße. Die können wir auch umbenennen. In die Hosenkacker. Nein. In die. Wie nennen wir sie nochmal?
Main Lost Road. Ja, das ist hier unsere. Also hier wohnen die richtigen Losties. Wir machen momentan noch Minus. Das verändert sich aber, umso mehr Einwohner wir natürlich generieren. Das ist hier die Mary-Straße. Okay, interessant. Hier haben wir schon einen Gullydeckel. Gut, einige Leute, die sich hier schon ansiedeln. Dann brauchen wir natürlich noch Strom. Klar. Kommt ihr? Zack, machen wir erstmal bis hier. So. Jetzt bekommen die Leute auch Strom. Ich glaube, wir brauchen sogar noch mehr, bevor uns die Kohle ausgeht. Brauchen wir einfach noch mehr Straßen. Und wir machen mal hier so eine Kurve. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und bauen dann hier die Klippen entlang. Gefällt mir eigentlich richtig gut. Hier sollte auch Wasserabdeckung sein. Genau, vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen weitergehen. Aber an sich sollte das passen. Okay. Dann können wir das auch noch als Wohnfläche ausgeben. Bevor uns hier nämlich das Geld ausgeht. Die Wasserleitungen waren relativ teuer. Nein, Leute, das ist immer noch die Main Lost Road. Immer noch die Main Lost Road. Das gehört noch dazu, sozusagen. So, und die ersten Geschäfte bilden sich. Eine Drogerie haben wir hier im Bau. Können uns ja mal angucken. Ah, hier sogar ein Mehrfamilienhaus. Hier steht die Haustür offen. Oder ist das hier so ein Durchgang? Ja, sieht aus wie so ein Durchgang. Aha, okay, und die erste Drogerie ist hier. Zack. Was haben wir hier? Auch eine Drogerie. Okay, die Leute wollen sich anscheinend. Na gut, Klopapier ist wichtig. Besonders zu diesen Zeiten. Ne? Man weiß nicht, ob man nochmal welches bekommt. So, jetzt sind wir hart im Minus. Und müssen erstmal darauf bauen, dass sich jetzt so viele Leute ansiedeln, dass wir gleich Plus machen. Das heißt, ich spule mal ein bisschen vor. Brauchen halt eigentlich hier Strom. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, dass ich jetzt tatsächlich keinen Strom mehr habe. Wir müssen jetzt warten, bis wir theoretisch aufsteigen. Nicht, dass ich das jetzt hier schon verkackt habe. Das wär's ja, der holprige Start. Oh no. Nur weil die hier keinen Strom haben. Okay, was wir da aber machen können. Was wir da machen können. Wir können erstmal das hier oben ausweisen. Hey. So. Und dann schauen wir mal. Wir brauchen ja nur 400. Das war jetzt nicht so ein guter Start. Perfekt. Schau mal, da geht das Geld schon mal aus. Aber die Leute wollen weiter Wohnungen bauen, das ist gut. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, ich weiß das sogar wieder oben.
Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ich glaube, wir kommen gleich sogar auf die Pluszahlen. Die Leute bauen fleißig. Ja, wir kommen auf die Pluszahlen. Das dauert jetzt nur ein bisschen. Ein bisschen verkorkster Start, gebe ich zu. Aber ich glaube, mit dem ersten Level kriegen wir Darlehen. Genau, da können wir uns 20.000 pumpen. Und dann sollten wir ja auch unser Industriegebiet anschließen können. Also holpriger Start. Aber jetzt sollten wir dann gleich die 400 Einwohner knacken. Und dann können wir uns ein Darlehen nehmen. Genau, damals. Okay. Also wir sind jetzt ein kleiner Weiler. Wir haben 400 Bevölkerung erreicht. Und haben jetzt freigeschaltet Steuern, Darlehen, Müll, Gesundheitswesen, Bildung. Mülldeponie, Grundschule und die Arztpraxis. Gut, wir machen mal kurz Pause. Denn ich möchte zumindest erstmal unser Industriegebiet anschließen an Strom. Damit wir dann auch ein bisschen mehr Geld generieren. Ganz wichtig. So, und jetzt sollte sich das beruhigen. Genau, perfekt. Oh, super. Okay. Haben wir auch genug Arbeiter? Sieht so aus. Gut, wir haben Steuern freigeschaltet. Ja, freigeschalten. Das heißt, wir können hier ein bisschen mehr Steuern verlangen. So 12, 13% ist immer das, wo die dann nicht meckern. Ab 14% werden die dann schon ungeduldig. Gut. Dann schauen wir hier mal ein bisschen rein. Und mit diesen Impressionen würde ich dann die erste Folge beenden. Ein holpriger Start. Doch wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Wir machen 500 plus und das wird auch immer mehr. Das soll es gewesen sein für diese Episode. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.